Hallo allerseits da draußen. Heute möchten wir euch die Coffeeshop-Legung vorstellen, die sich auch in unserem Buch Traditionelle Orakelkarten, klassische Karten, moderne Deutung, herausgegeben von Königsfurt Urania, befindet. Wir haben euch schon einige Legungen vorgestellt. Das mit dem Kaffee hat etwas länger gedauert, denn es war nicht so wirklich möglich, in den letzten 2 Jahren sich in einen Kaffee zu setzen. Während unser Tee, wir machen das heute mal mit Tee, hier zieht, dachten wir, mischt Roy mal die Karten. Hallo Roy. Hallo Kirsten. Und wir schauen dann mal gemeinsam uns diese Legung an. Könntest du mal bitte die Seite 121 aufschlagen, lieber Roy? Ja, das mache ich doch gerne. So, wo haben wir sie? 121. Genau. Auf der Seite 121 in unserem Buch findet ihr die Coffeeshop-Legung und sie kann für viele Dinge angewendet werden. Es ist eine Art Entscheidungsspiel, aber sie ist auch ein Beziehungsspiel, denn worüber unterhält man sich am liebsten, wenn man mit der Freundin im Café sitzt? Natürlich über Personen. Und genau das wollen wir heute auch ausprobieren. Sie besteht aus 5 Karten. Position 1 ist, darum geht es. Position 2 ist die Gedanken des Gegenübers. Position 3 sind die eigenen Wünsche und Bedenken. Position 4 sind die Bedenken des Gegenübers. Und Position 5 sind, dahin führt es. Und lieber Roy, ich habe natürlich ein Anliegen an dich. Ich denke jetzt mal an eine Person, die ich sehr mag und gleichzeitig immer wieder von ihr irritiert bin. Ich möchte gerne wissen, warum das so ist und was ich vielleicht tun kann, damit ich damit besser klarkomme, dass ich immer so irritiert bin. Ja, dann mische ich mal die Karten, du sagst mir bitte Stopp und dann lege ich aus. Alles klar. Wenn du die 5 Karten gezogen hast. Ich muss die Karten ziehen? Ja. Na gut. Und auch noch Stopp sagen. So. Stopp. Dankeschön. So, hier sind die 36 traditionellen Karten. Ich nehme dir das mal weg. So, ziehe ich mal jetzt 5 Karten. Noch eine bitte. Bitte sehr. Die brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen die weg. So, 1, die Ausgangslage ist, das ist das Gegenüber. Darum geht es, genau. Gedanken des Gegenübers, genau. Meine Bedenken, ja, Gedanken. Des anderen. Was war die Position? 3, die 4 ist die Bedenken des Gegenübers und die 5 ist, dahin geht es. Genau. Alles klar. So, dann dreh ich mal los. Dann dreh ich mal um. Ne? Darum geht es, der ja. Feind. Ja. Die Gedanken des anderen, der Richter. Ja. Meine Bedenken, der Offizier. Die Bedenken des anderen, andere. Glück. Dann Nein, geht es, Geld. Ja, wenn man diese 4, 5 Karten ansieht, dann sieht man schon, dass hier eigentlich nur eine Karte ist, die ein bisschen schräg in der Landschaft steht. Das ist die erste Position. Und bei der ersten Position beim Feind, das ist das Thema. Ist man sich wirklich Feind oder entwickelt sich nur so ein Ab und An, eine undifferenzierte Sache, wo man dann einen Feind vermutet, der vielleicht gar nicht da ist. Denn wenn man die anderen 4 Karten ansieht, dann sind die alle samt durch die Bank positiv und wohlwollend. Also von daher gesehen, vielleicht liegt auch der Grund des Ganzen, dass man durch äußere Einflüsse, das wäre ja der Feind, der hier im Außen sich befindet, dass das Außen immer Dinge reinbringt, die dann, und hier ging es ja um deine Frage, dass es dich dann immer wieder bewegt, denn beim Gegenüber hat man schon mit Richter und Glück 2 Karten, die einfach sagen, ja, wenn es da um eine Form einer Zusammenarbeit oder Beziehung oder Freundschaft geht, dass das Gegenüber eigentlich sehr wohlwollend dem Gegenüber steht und du selber ja mit dem Offizier ja eine sehr geradlinige
Position einnimmst. Also von daher gesehen ist das Ganze ja so nicht schlecht. Auf was ich besonders verweisen möchte, ist die Karte Geld, die für den Moment liegt für die Zukunft. Denn in der Zukunft liegt die Sache mit Gewinn, mit einer fantasievollen Zukunft, aber auch mit einer gewinnenden Sache, wenn du mit der Person es schaffst, diesen Feind ein bisschen kleiner zu machen, ein bisschen weniger Gewalt dick zu machen, dann bin ich überzeugt, dass diese Beziehung, diese Freundschaft oder dieses Team, was da besteht, noch eine ganz tolle Zukunft hat und auch eine gewinnende Zukunft hat. Heißt das, dass ich Probleme habe und die andere Person nicht? Oder? Nein, es heißt vielleicht, dass das ganze Thema weniger zwischen dir und der Person X ist, sondern dass da immer äußere Einflüsse sind, die euch da hingehend euch ineinander begrenzt oder auch halt dann unangenehme Gefühle bei dir hervorruft. Na gut, dann denke ich da jetzt mal drüber nach. Ja. Die 6 Minuten sind auch um und unser Tee ist fertig. Ja. Ihr seht, man kann das ganz gemütlich in einem belebten Café machen, diese Legung. Hat danach auch noch weiteren Gesprächsstoff. Ja. Das werden Rui und ich jetzt gleich mal machen. Und vergesst nicht, all diese Infos erhaltet ihr in dem tollen Buch Traditionelle Orakelkarten mit vielen Deutungsansätzen und mit reichlich viel Ressourcen auf unserem geschützten Online-Portal. Bis später. Ja.